Wenn du dir erstmals überhaupt eine oder mehrere Katzen zulegen möchtest, stellst du dir vielleicht die Frage, gibt es Katzenrassen, die sich für erstmalige Katzenbesitzer besonders gut eignen, weil sie besonders unkompliziert sind oder es weniger zu beachten gibt als bei anderen Rassen? Und genau das sehen wir uns in diesem Video an. Grundsätzlich sind die meisten Katzen gar nicht zu kompliziert, wenn man weiß, worauf man achten muss. Es gibt aber tatsächlich ein paar Katzenrassen, die besonders einfach zu handhaben sind. Es lässt sich allerdings nicht so einfach pauschalisieren, weshalb wir jetzt ein paar Rassen mit unterschiedlichen Eigenschaften vorstellen, die man als anfängerfreundlich klassifizieren könnte. Die Britisch-Kurzhaarkatze. Die BKH ist ein Wunder an Flexibilität. Jeder, der Katzen kennt, weiß, Katzen sind häufig nicht übermäßig anpassungsfähig. Bei sehr vielen BKH ist aber genau das der Fall. Sie kommen zum Beispiel sowohl mit als auch ohne Freigang sehr gut aus. Und auch bei einem Umzug gewöhnen sie sich schnell an die neue Umgebung. Einzig fremden Besuch können viele BKH nicht sehr gut leiden und ziehen sich dann zurück. Die Maine Coon Katze. Maine Coons sind herzensgute Tiere, die intelligent und verspielt sind. Sie sind zudem, naja, sagen wir mal, robust. Durch ihre Größe sind sie häufig weniger ängstlich und dadurch auch geduldiger, was ein Vorteil sein kann, wenn zum Beispiel Kinder im Haus sind. Allerdings braucht die Maine Coon ausreichend Beschäftigung und im Optimalfall Freigang, um sich nicht zu langweilen. Die europäische Hauskatze. Die Wald- und Wiesenkatze oder auch Bauernhofkatze ist ein unempfindliches Tier, meistens nicht reinrassig und genau dadurch häufig gesundheitlich sehr gut aufgestellt. Sie braucht weder ein besonders hohes Maß an Fellpflege, noch tut sie sich außerordentlich schwer damit, auch mal ein paar Stunden allein zu sein. Sie ist eben schlichtweg der Allrounder unter den Katzen und definitiv Anfänger geeignet. Ragdoll-Katzen. Die Ragdoll ist verspielt, neugierig und vor allem sanftmütig. So sanftmütig allerdings, dass ungesicherter Freigang auch mal zur Gefahr werden kann, weil sie nichtsahnend auch bei Fremden ins Auto steigt. Ist die Wohnung groß genug und sie bekommt einen Artgenossen als Spielgefährten, eignet sich die Ragdoll aber sehr gut als Wohnungskatze für erstmalige Katzenbesitzer. Perserkatze. Auch Perserkatzen sind häufig ein Herz und eine Seele mit ihren Besitzern. Auch sie sind relativ unkompliziert, verschmust und geduldig. Was Perser aber brauchen, ist genug Bürsteinheiten, damit ihr Fell gepflegt bleibt und nicht mehr als nötig in der Wohnung verteilt wird. Außerdem wird meistens das Fell zumindest um den Hintern herum geschnitten, damit es nicht verklebt. Diese Zeit müsstest du also aufbringen. Aber natürlich benötigt ohnehin jede Katze deine Aufmerksamkeit und Zeit zum Spielen. Hast du diese Zeit nicht, solltest du dir auch kein Tier anschaffen. Interessiert dich, welche Katzen sich noch besonders gut für Familien mit Kindern eignen? Dann klick auf das Bild links, um dir das Video dazu anzusehen. Oder möchtest du mehr über die Rassen in diesem Video erfahren? Dann schau dir mal unsere Playlist mit den vielen tollen Rassekatzen an, die es gibt, indem du auf das Bild rechts klickst.